Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Fitnessfreunde, und willkommen zum zweiten Teil meiner Speed Week. Und heute ist Tag Nummer 5, das heißt also nur noch 1,5 Tage und dann habe ich es geschafft. Also Resümee bis jetzt, läuft eigentlich alles ganz gut. Die Essensmenge ist natürlich sehr, 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 sehr wenig. Aber wie auch in diesem Artikel und Buch geschrieben steht, dass man quasi in dieser ersten Woche, in dieser ersten Hungerphase ist, wo alles noch im grünen Bereich ist, wo es auch keinerlei Fressattacken oder ähnliches gibt, und entsprechend kam das bis jetzt nicht vor. Das heißt, im Großen und Ganzen habe ich natürlich hier und da so leichte Appetitanflüge, aber so richtig Hunger, wo ich dann sage, ey, scheiße, ich kann nicht mehr, und dass ich so richtig krass mit mir am Hadern bin, es vielleicht nicht abzubrechen oder doch nicht vielleicht was zu essen, kam bis jetzt nicht wirklich vor. Ansonsten war die Frage, wie sieht es aus mit Muskelverlust und Muskelschutz etc. Also wie gesagt, die Sachen, die ich esse, die Menge, die ich esse, und diese ausgewählten Lebensmittel, und deswegen sind auch diese Lebensmittel vorgeschrieben und nicht etwa nach dem Motto, if it fits your macros, isst 1000 Kalorien und fertig, ist so ausgewählt, dass er wirklich das Nötigste und das bekommt, was der Körper braucht, um quasi gesund zu bleiben und natürlich um Muskeln zu erhalten und keine Muskeln anzugreifen. Wie dem auch sei, heute geht's wieder ins Training. Mal gucken, wie das Training laufen wird. Wie gesagt, ich werde einfach nur ganz entspannt locker durchpumpen. Wobei viel Pump wird da jetzt nicht großartig sein. Trotzdem habe ich mir ein bisschen Citrullin gegeben, weil ich einfach gerne die Muskeln spüre. Und dann schauen wir mal, wie der heutige Tag verlaufen wird. So, Freunde, wieder daheim, geht es gleich auf die Arbeit, aber vorher muss ich mir natürlich schnell noch was zu essen machen. Und auf dem Weg hierher habe ich sogar geschafft, den Postboten abzufangen, beziehungsweise den DHL-Mann, denn er hatte mein Päckchen dabei. Und bevor er mir wieder eine Karte reinwirft, weil ich nicht zu Hause bin, habe ich mir gedacht, ha, schnapp ich mir doch mal und her mit dem Ding. Aber dazu kommen wir gleich. Ich mache mir jetzt erstmal was zu essen, und es gibt super geil leckere, schaut her, Eier, dazu Paprika, Pilze und eine halbe Gurke. Super lecker. So, wie ihr seht, das ist das, was mich momentan sättigen soll. Mit diesen schönen halben, mit der halben Gurke und dem Ei und der Paprika gibt es noch die Supplements, die ich zu der Mahlzeit dazu nehme. Vor allem die Omega-3-Fettsäuren. Die sind halt essentiell, deswegen gehören die auf jeden Fall dazu. Und dann noch die anderen. Vor allem die Vitamine, Zink und Vitamin D3. Und wenn ihr euch gefragt habt, was ist denn in diesem Paket drin? Hier haben wir meine Supplements für diesen Monat. Und ich freue mich vor allem auf die Protein-Pancakes. Wir müssen leider bis nächste Woche warten. Oder vielleicht am Sonntag beim Laden. Mal gucken. Dann natürlich ein paar Shots, die ich noch gebraucht habe. Und yeah, ganz viele geile Riegel. Vor allem diese neuen Riegel, die Designer Bar. Perfekt. Whey-Protein darf natürlich nicht fehlen. Malto habe ich noch bestellt. Jo, das war's. Wie immer, keep it simple. Tag Nummer 6, und der Tag ist schon fast vorbei. Wir haben jetzt kurz nach 7. Und ja, fast, es ist fast geschafft. Und ich muss sagen, ich bin mittlerweile glücklich. Obwohl mittlerweile, muss ich ganz ehrlich gestehen, es fängt so leicht an zu jucken, wo ich mir so denke, ah, komm noch ein bisschen, komm noch ein bisschen. Ich habe mich zwar nicht auf die Waage gestellt, und ich habe mich jetzt auch nicht großartig vorm Spiegel gestellt, um zu gucken, was jetzt irgendwie so passiert ist. Aber wir können mal kurz so zu diesen positiven Veränderungen kommen, die ich so schon spüre. Und eine Sache ist enorm, und zwar mein Bauch. Mein Bauch fühlt sich super flach an. Richtig krass flach. Also ich habe da schon irgendwie das Gefühl, ich hätte schon 5, 6, 7 Kilo abgenommen. Ja, jetzt ist mein Bauch total flach. Wenn ich mich jetzt so hinsetze oder so, denke ich immer so, oh, jetzt ist er so
keine Speckfalten bilden sich. Was das Essen übrigens angeht und die Mahlzeitenvariation, ich habe jetzt nicht großartig variiert. Ich habe dann gesehen, es gibt auch mittlerweile ganze Foren und auch Artikel und auch im Buch selber stehen wirklich verschiedene Mahlzeitenvariationen. Ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich einfach bei dem geblieben bin, was bei mir funktioniert hat, mit dem ich zurechtgekommen bin. Ich habe meistens auch so ein bisschen Angst, herum zu experimentieren, weil ich mir dann denke, okay, was ist jetzt, wenn mich diese Mahlzeit, die da jetzt reingeschrieben wurde, mich nicht so wirklich sättigt? Da habe ich keinen Bock drauf. Aber beim nächsten Mal zum Beispiel würde ich sicherlich mir so 2, 3, 4, 5 andere Variationen aufschreiben und die dann ausprobieren. Ja, jetzt war es halt wirklich so, dass ich wirklich gesagt habe, von einem Tag auf den anderen, oh, ich habe das gelesen, nächste Woche, lass uns damit beginnen. Entsprechend habe ich mich jetzt nicht großartig damit beschäftigt, was kann man da alles essen, wie kann man da variieren und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich habe meinen eigenen Stil, ich bin damit sehr gut klargekommen. Willkommen zu meiner letzten Mahlzeit für heute und für die Speed Week und ich freue mich so sehr, wenn der Tag vorbei ist und ich morgen wieder Kohlenhydrate essen kann, vor allem mehr als nur 1000 Kalorien. Und ich sage euch jetzt mal das, was ich quasi jeden Abend oder was immer meine zweite Mahlzeit war, mit einem kleinen Unterschied. Und zwar, dass ich nicht nur Hähnchenfleisch esse, sondern das Ganze jetzt mit Rindfleisch mische. Ja, hier mageres Rindfleisch. Hähnchen dazu, das Ganze und hier das bisschen Gemüse, was ich quasi noch essen kann. Fertig ist meine letzte Mahlzeit für heute. Haufenweise Fleisch, ein ganz bisschen Gemüse und noch die halbe Gurke, die von heute Mittag fehlt. Plus nochmal eine Mini-Cheat-Gurke. Das werde ich jetzt essen und dann ganz entspannt vom Fernseher chillen. Muss noch für morgen meine Arbeitsstunde vorbereiten, ein bisschen ein Video schneiden. Und dann bin ich wirklich gespannt auf das Ergebnis morgen früh und ich wette ihr auch. Und deswegen springen wir jetzt gleich auf den nächsten Tag. Oh! Kennt ihr das? Das ist so ein bisschen wie beim einer Diät. Wenn Cheat Day da ist, man steht morgens auf und es ist Cheat Day und eigentlich freut man sich, aber irgendwie denkt man sich auch so, na, irgendwie habe ich jetzt auch nicht so wirklich Bock zu cheaten. ja, und weil ich mir gedacht habe, dass es so ist, habe ich extra den Wecker so gestellt, dass ich jetzt nicht großartig Zeit zum Essen habe. Das heißt also, ich werde jetzt erstmal arbeiten gehen und nach der Arbeit werde ich wieder anständig essen. Mein zweites Resümee heute an dem Tag danach sozusagen, nachdem ich auf der Waage war und mich nochmal im Spiegel betrachtet habe und gesehen habe, wie jetzt wirklich die Fortschritte aussehen oder was ist passiert. 3,6 Kilo, glaube ich, wenn ich das jetzt gerade so recht im Kopf habe. Werdet ihr aber nochmal sehen beim Schneiden, die ich jetzt in 6 Tagen verloren habe. Das ist schon eine gute Menge auf jeden Fall für 6 Tage. Natürlich nicht vergessen, das ist jetzt nicht reines Fett. Da wird sicherlich auch einiges an Wasser dabei sein. Aber ist schon mal eine super Leistung. Aber das Wichtigste, das ist die Optik. Und ich habe schon gestern Abend, ein bisschen bevor ich duschen gegangen bin, in den Spiegel so ein bisschen abgecheckt. Und bei mir ist es halt einfach so, jetzt werden viele natürlich abkotzen, ja, aber alles hat seine Vor- und Nachteile. Ich verliere halt sehr, sehr schnell am Bauchfett. Also mein Bauch wird immer am ersten oder am ehesten frei. Werden viele sicherlich sagen, du Wichser, Arschloch, bei mir dauert es voll lange. Dafür habe ich halt irgendwie andere Sachen, die halt bei mir nicht so schnell gehen. Zum Beispiel Arme. Also bis bei mir die Arme so frei werden, dass man auch was sieht vom Bizeps und Trizeps, da muss schon unter 12% runter. Wahrscheinlich sogar unter 10. Ja, aber wie ihr seht, ja, jeder hat irgendwie oder fixiert sich auf etwas, wo er dann sagt, bei mir ist nicht so gut. Ja. Andere würden wahrscheinlich töten dafür, dass am Bauch zuerst alles frei wird. Wie dem auch sei, seitliche Bauchmuskulatur ist wieder recht gut sichtbar. Einzelne Adern, die vorher nicht zu sehen waren, sind wieder einigermaßen recht gut sichtbar. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Video so gut sieht. Also für 6 Tage kann ich wirklich super
zufrieden sein. Da kann man wirklich nichts sagen. Jetzt werde ich auf jeden Fall nochmal schön laden. Das heißt also, ich werde in meinem Kalorienbereich bleiben, den ich heute verbrauchen werde. Ich werde hauptsächlich nur Eiweiß und Kohlenhydrate essen, damit quasi meine Glykogenspeicher, die jetzt extrem leer sind, wieder aufgefüllt werden durch die ganzen Kohlenhydrate. Das wird dazu führen, dass ich mich auch heute Abend oder spätestens morgen so richtig krass prall fühlen werde. Jetzt fühle ich mich halt wie so ein letzter Lauch, so voll so ein Stock, der irgendwie alle Muskeln verloren hat. Übrigens, was Muskelverlust angeht, es wurde ja auch mal gefragt, ja, wie sieht's aus bei so einem hohen Defizit Muskelverlust? Nein, man verliert nicht, zumindest in dieser Woche, Muskeln. Solange man dem Körper genügend Eiweiß zuführt, die er braucht, und diese 150 Gramm reichen völlig aus. Und zweitens, solange man natürlich auch einigermaßen weiter trainiert. So, jetzt geht's ab nach Hause und jetzt checken wir mal die Mahlzeiten, die ich mir heute geben werde. Mahlzeit Nummer 1, Pancakes, Schokosirup, Haferflocken, griechischer Joghurt, ein bisschen Whey-Protein, bam. Noch mehr Haferflocken, noch mehr griechischer Joghurt, nochmal ein bisschen Whey, nochmal ein bisschen Schokosirup. Ich bin irgendwie ein bisschen ratlos. Mahlzeit Nummer 2, boom. Und ganz viel Reis. Hähnchen, was von gestern noch übrig geblieben ist, Barbecue-Soße, bam, die dritte. So, bevor das Video jetzt wieder ein bisschen zu lang wird, liebe Freunde, würde ich sagen, kommen wir zum großen Fazit vom Ganzen. Ich werde jetzt nochmal am Ende des Videos noch so ein kleines Vorher-Nachher-Bild, Foto, was auch immer, Video posten. Ich werde euch nochmal zeigen, wie hoch der Gesamtkaloriendefizit war in den einzelnen Tagen und gesamt. Und entsprechend dann daraus habe ich errechnet, wie viel ungefähr Körperfett ich verbrannt habe. Das Ganze natürlich recht theoretisch, also bitte nicht genau 1:1 nehmen. Und ich bin von der Basis ausgegangen, dass ich jeden Tag ungefähr 1100 Kalorien zu mir genommen habe. Kann also sein, dass ich vielleicht am Ende ein bisschen mehr Körperfett verbrannt habe, ein bisschen weniger vielleicht, aber es sind nur so ein paar Gramm, deswegen spielt im Großen und Ganzen keine Rolle. Denn im Endeffekt, den optischen Unterschied sieht man auf jeden Fall. Eine andere Sache ist, ich bitte euch wirklich, und das ist mein völliger Ernst, kommt nicht auf die Idee, das Ganze als komplette Diät anzusehen oder dass ihr vielleicht auf die Idee kommt zu sagen, oh ja, krass, nach 6-7 Tagen so viel verloren, da kann man sicherlich noch 14, 20, 30 Tage draus machen. Nein, es ist wirklich nur für diese 6-7 Tage gedacht und nicht mehr. Die Nachteile sind einfach zu groß, wenn man das Ganze länger machen würde. Im Großen und Ganzen für mich natürlich die Frage der Fragen, hat es sich gelohnt? Und da muss ich definitiv sagen, ja, auf jeden Fall, es hat sich gelohnt und ich würde es wirklich jederzeit und jedem weiter empfehlen. Man kann es auf der einen Seite sogar in der Diät selber machen, wenn man irgendwie merkt, okay, den Berg, den man vor sich hat, ist einfach noch zu groß, die Zeit ist zu knapp. So eine kleine Speedweek ein- oder zweimal einschieben, kann da kleine Wunder vollbringen. Oder das Ganze, wie ich es gemacht habe, dass man sagt, okay, wenn man in der Muskelaufbauphase ist und man hat einen Körperfettanteil erreicht, der nicht mehr so ganz im grünen Bereich ist, der einfach zu hoch ist, übrigens das Ganze erkennt man, da muss man nicht irgendwie den Körperfettanteil messen lassen. Wie ich immer zu sagen pflege, einfach in den Spiegel schauen, wenn morgens nach dem Aufstehen die Bauchmuskeln nur noch ganz schwach zu erkennen sind oder kaum, dann wird es Zeit, ein bisschen was dagegen zu tun. Und da kann man sicherlich so eine Speedweek einschieben, um ein bisschen recht schnell den Körperfettanteil zu senken und dann weiterhin aber in dieser Muskelaufbau- oder Massephase, wie auch immer ihr das nennen wollt, zu bleiben. Ob man das Ganze jetzt so macht, wie ich es gemacht habe, dass man sich sagt, okay, ich baue so lange auf, bis ich merke, Körperfettanteil ist zu hoch und dann schiebe ich diese Speedweek ein. Oder ob man das Ganze vielleicht sogar mit einplant von Anfang an, dass man sich zum Beispiel sagt, alle 12, 16 oder 20 Wochen schiebe ich mal eine Speedweek ein. Das bleibt natürlich euch im Endeffekt überlassen. Wie ihr gesehen habt, beim Laden habe ich mir jetzt nichts großartig einfallen lassen. Es waren wirklich nur hauptsächlich Haferflocken, ein paar Pancakes und Reis, was ich an Kohlenhydraten zu mir genommen habe. Es war auch, wie ich dann gemerkt habe, am nächsten Tag ein bisschen zu wenig. Also ich hätte ruhig noch ein bisschen mehr Kohlenhydrate essen müssen oder sollen, weil ich habe mich am nächsten Tag immer noch nicht so richtig prall gefüllt. Normalerweise ist es so, wenn ich in meinen Diäten immer
Refeed oder Ladetage mache, dann bin ich eher so jemand, der dann wirklich alles isst, was geht. Auch dirty das Ganze, also nicht so wirklich clean, mit sehr viel Gummibärchen und hast du nicht gesehen. Ich wollte allerdings diesmal das Ganze so ein bisschen dezent machen, wie es auch in diesem Buch oder im Artikel beschrieben war. Ja, das habe ich jetzt davon. Nächstes Mal weiß ich besser. Ich habe dann am nächsten Tag noch mal ein bisschen mehr an Kohlenhydraten gegessen. Ich denke, das sollte jetzt mittlerweile passen. Wenn ich irgendwelche Fragen nicht beantwortet haben sollte, dann könnt ihr sie von jetzt an hier unten in den Kommentarenbereich stellen. Ich versuche dann auf jede Frage einzugehen, wenn irgendwas unklar sein sollte. Ansonsten, falls ihr natürlich die Speed Week selbst demnächst machen solltet, wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ja, es ist wirklich kein Zuckerschlecken. Auch nicht für mich, der wirklich da extrem diszipliniert ist. Und ob ich nochmal dieses Jahr eine machen werde oder nicht, hängt natürlich auch davon ab, wie das Jahr verlaufen wird. Wenn ich vielleicht in den Urlaub fahre und zurückkomme und merke, ne? Aber ich denke, meine nächsten 2-3 Monate auf jeden Fall nicht. Vielleicht sogar gegen Ende des Jahres. Lasst euch überraschen. So, das war's aber jetzt erstmal von mir. Danke, dass ihr dabei wart. Vergesst euer Like nicht, vergesst euer Kommentar nicht, vergesst euer Abo nicht. Dollar deals catch me swerving, burning $100 bills. How I feel when you falling, going places they never go. It ain't all about the money, but I stack it 'cause you never know. I'ma live life till I overdose. Where they sleeping on me? That's comatose. I went mainstream with my main team. You just mad as fuck. You ain't come close. And your next girl is my ex girl. She fine as hell, but she a mess girl. All I do is rhyme. I got no time, so I can't reply to your text, girl. But I'm back again and I run it. Always gotta keep it 100. All of y'all know y'all want it. Turn it up and get blunted. I'm like, fuck the money, fuck the fame. I came here to fuck up the game, gon' get it. I'm feeling myself, fresh to death, bitch. I'm killing myself, I'm gone. We burning it up, step in the building, we turning it up. Talk